Die Frage ist, wie greift man mit Talent auf Google Drive zu? Da sind ein paar Schritte nötig, die ich dir aufgelistet habe und das möchte ich dir jetzt, wie gesagt, in echt zeigen. Ich bin hier schon in einem Tab in meinem Google Drive, in einem entsprechenden Ordner, wo ich mal ein paar von den Dateien, die ich dir mitliefere, mit dem Kurs hochgeladen habe und bin jetzt hier auf der Google Cloud Plattform Startseite, also console.cloud.google.com. Und muss jetzt hier zunächst mal ein entsprechendes Projekt erstellen. Kann ich machen über diese Meldung hier oben, Projekt erstellen. Sag einfach da erstellen. Gut, jetzt gibt es hier den Punkt APIs und den Dienste. Da gehe ich hier an der linken Seite drauf, wo auch klein das Wort API davor steht. Und werde jetzt hier dann... Ich muss erstmal hier das richtige Projekt auswählen. Warum ist nicht das richtige Projekt ausgewählt? Ich muss natürlich noch darauf achten, dass das richtige Projekt ausgewählt ist. weil ich natürlich vorher schon mal probiert habe. So, jetzt suchen wir hier mal nach Google. Na, nicht Dive. Tauchen tue ich zwar auch gerne, aber jetzt brauchen wir mal Google Drive. Sag hier einfach aktivieren. So, und jetzt haben wir hier links den Punkt Anmeldedaten. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und hier kann ich jetzt zunächst mal den Zustimmungsbildschirm konfigurieren, heißt es. Das machen wir auch mal. Und zwar... Wenn ich jetzt so ein Standard-Google-Konto habe, kann ich hier nur extern wählen als User-Type. Die Anwendung wird Talent sein, die dann zugreift. Meine E-Mail-Adresse hier auswählen. Ein Logo brauche ich nicht. Hier bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das brauche. Ich glaube nicht. Und hier unten muss ich auf jeden Fall noch die Kontaktdaten des Entwicklers, also meine, eingeben. Das sollte schon passen. So, dann welche Bereiche sind zugreifbar? Sage ich einfach speichern und fortfahren. Hier sage ich auch speichern und fortfahren. Und sag jetzt zurück zum Dashboard. So, jetzt hier habe ich den Punkt, dass ich die Anwendung veröffentliche. Sag jetzt hier auch bestätigen. Gehe jetzt hier links wieder zurück. Und muss mir jetzt hier so ein OAuth 2.0 Client ID erstellen. Das mache ich, indem ich hier oben klicke auf Anmeldedaten erstellen. Wähle die entsprechende Form aus, nämlich hier dieses OAuth Client ID. Dann sage ich, was das für eine Anwendung ist, eine Desktop-Anwendung. Nennen wir sie doch einfach mal Talent. Ups, hat es jetzt getippt im Hintergrund, da hat es sogar. Und sage erstellen. Und jetzt bekomme ich eine Client-ID und ein Client-Secret. Und was ich am einfachsten machen kann, ich lade das hier mal jetzt als ein JSON runter. Und lasse mir das im Ordner anzeigen, wo es das runtergeladen hat. Um das zur Verfügung haben zu können. Gleich mal geöffnet. So, und jetzt hier bleiben wir schon. Klicken einfach auf OK. Und jetzt kopiere ich mir hier schon mal auch die Client-ID. Und damit gehen wir jetzt zu Talent. In Talent gibt es jetzt hier in Metadata im Repository den Punkt, machen wir das klein und das, den Punkt Google Drive. Da kann ich jetzt eine entsprechende Verbindung erstellen. Den ich mein My Drive und da fügen wir die Client ID ein und hier das Client Secret und das Client Secret, das holen wir uns jetzt hier nochmal aus dem JSON raus. Da ist die Client ID und
wir es unser kleines Secret. Kopieren wir uns das noch und fügen das hier ein. Wir können jetzt hier sagen Test Connection. Da wird jetzt von Talent immer erstmal auch nochmal aufs Web zugeleitet. Da sagt mir Talent sagt mir jetzt Google, der hat die Applikation nicht überprüft. Und ich möchte es aber trotzdem öffnen. Und sage jetzt hier, was die Anwendung darf. Sage weiter. Und jetzt sollte ich in Talent eine Meldung erhalten haben, dass die Verbindung okay ist. Das schaut gut aus und dann kann ich hier unten einfach klicken auf Finish. So, und jetzt erstellen wir uns da einen neuen Job. Google Drive lesen, sage ich da einfach mal. Und fügen wir jetzt hier zunächst mal diese Verbindung ein. Na, wo haben wir sie jetzt hier? Und zwar hier habe ich sie genannt My Drive. Erstmal die Connection-Komponente, um die Verbindung im Job herzustellen. Und jetzt füge ich die Verbindung nochmal ein, um eben diesen einen Ordner zu lesen. Das machen wir ähnlich wie mit der File-List-Komponente, nur die Komponente heißt jetzt hier Google Drive List. Und wir machen das natürlich nicht, bevor die Verbindung hergestellt ist. Also nehmen wir hier Trigger und Subjob OK. Soll das da unten ausgeführt werden. Und sagen jetzt hier, welche Verbindung benutzt werden soll, nämlich diese andere Komponente. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum man so eine Verbindung erstellt. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich den Ordner genannt habe. Bei mir, ich glaube, ich habe ihn genannt Talent Folder, genau. Schauen wir hier mal drauf, Talent Folder. Und ich möchte mir jetzt hier nur Dateien anzeigen lassen. Und hinten dran füge ich mir jetzt mal an einen Logrow, um die entsprechenden Inhalte auszugeben. Und wir können uns das vielleicht mal im Table-Modus ausgeben lassen. Gut, hier ist jetzt sozusagen die Iteration weggekapselt. Ja, wenn ihr euch erinnert an die, File-List-Komponente. Jetzt sagt er dann noch, dass da irgendeine Sache nicht passt, der nicht 100% passt in der Komponente selber, aber das sind nur Warnungen. Und hier unten haben wir jetzt unser Output. Ja, da sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Dateinamen und alle anderen Informationen, die es in Talent dazu gibt. Und dann sehen wir hier, das entspricht dem Inhalt in dieses Ordners. Und so einfach ist es auch, wie du mit Talent auf Google Drive zugreifen kannst.